Wir haben uns irgendwann mal die Frage gestellt, ob wir wollen, dass die Leute heulen auf unseren Konzerten oder tanzen. Ich glaube, das ist auch das, was uns so ein bisschen vom restlichen Deutschpop abhebt, ist, dass wir halt echt Bock haben, dass die Leute einfach eine gute Zeit haben und sich bewegen und feiern zusammen. Und dann ist endlich Schluss mit dem Frust und dem Zweifeln. Kein Schiss mehr zu scheitern. Hi, wir sind Bruckner. Ich bin Jakob. Und ich bin Matti. Wir sind Brüder, wir machen Musik, seit wir kleine Kinder sind. Und heute sind wir auf dem Campingplatz in Potsdam, weil wir heute Abend in Leipzig spielen. Wir haben hier in unserer alten Feuerwehr gepennt. Neues. Alt und neu, beides. Von uns war es schon lange so ein Traum, Konzerte in so einem Bus, in dem wir auch pennen können, zu spielen. Weil da sparen wir uns das Hotel. Und bei uns ist der Vorteil, dass wir nur zu zweit unterwegs sind, ganz oft. Und wir dann unser ganzes Equipment eigentlich in so einem kleinen Bus unterbringen. Unser Vater hat klassische Musik studiert am Mozarteum in Salzburg, war dann Klavierlehrer und hat alle möglichen Chöre geleitet. Und wir hatten das Glück, dass wir dann auch mit musikalischer Früherziehung aufgewachsen sind. Wir hatten Klavierunterricht bei unseren älteren Geschwistern, später auch bei Papa und waren in verschiedenen Chören, verschiedenen Bands. Und einfach nur das Glück, dass unsere Eltern gesehen haben, dass Musik was Wichtiges ist, was einen die Persönlichkeit weiterentwickelt und was einen sehr weit bringen kann. Also in jeder Hinsicht. Und deswegen durften wir jedes Instrument ausprobieren, auf das wir Bock hatten. Ich hatte bei meinem Taufpaten Gitarrenunterricht und der kommt sehr auch aus der Klassik und Flamenco-Gitarre und so. Und das hat mich halt mit 10 einfach überhaupt nicht interessiert. Gar nicht. Und dann ging es halt so weit mit Gitarrenseiten vom Unterricht noch abschneiden und dann behaupten so, ja, die werden gerissen irgendwie. Und, ich kann nicht in den Unterricht kommen, weil meine Seite ist gerissen. Ich war dann schon dort, ich wollte, dass sie mich wieder heimschickt. Matti hat damals nicht gecheckt, dass man eine Seite auch neu aufziehen kann. Ich habe die vor allem sau schlecht an der Stelle abgeschnitten, wo die niemals reißen würde. Naja. Aber dann mit den eigenen Bands und so, wo es dann losging, dann hat es alles irgendwie viel mehr Bock gemacht, so als man sich selber ausprobieren konnte und als einem keiner gesagt hat, hey, du musst jetzt das und das spielen, sondern, ja. Ja, wir haben dann ziemlich fiesen Deutschpunk gemacht. Ich würde es jetzt auch nicht herzeigen wollen, also es war nicht besonders gut. Wir haben uns dann nach dem Abi so aufgelöst, weil es klar war, dass jeder in verschiedene musikalische Richtungen will und auch in verschiedene Städte gehen wird. Und ich habe dann angefangen, so deutschsprachige Singer-Songwriter-Nummern zu schreiben und habe dann irgendwie immer Mitstreiter gesucht und ich hatte dann auch andere Mitmusiker und das ist dann auch irgendwie zerbrochen, weil man gemerkt hat, dass verschiedener Ehrgeiz da ist und manche mehr wollen, manche weniger. Und ich habe dann gemerkt, dass der Matti halt extrem Bock hat auf das. Der war ja auch 5 Jahre jünger und hatte, war halt da noch lange nicht mit dem Abi fertig. Krasser Fan von deiner Band davor halt. Ja, genau, der war dann auch schon auch als Roadie unterwegs bei uns und hat so die Bühne mitgeholfen umzubauen. Ich habe dann gemerkt, dass er auch extremen Ehrgeiz für dieses Projekt hat und der ist dann sogar nach Regensburg auch gekommen zum Studieren. Und ich glaube, das war wahrscheinlich mit ein Grund, weil wir zusammen Musik machen wollten. Voll. Ja. Und genau, da war dann klar, dass er erstmal ein Gitarrist war, als es noch Jakob Bruckner hieß und jetzt, seitdem wir seit 2017 haben wir dann beschlossen, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, dass das ein Solo-Projekt ist, weil das hätte es ohne Matti schon gar nicht mehr gegeben und dann haben wir es einfach in Bruckner umbenannt. Wir haben uns irgendwann mal die Frage gestellt, ob wir wollen, dass die Leute heulen auf unseren Konzerten oder tanzen. Ich glaube, das ist auch das, was uns so ein bisschen vom restlichen Deutschpop abhebt, ist, dass wir halt echt Bock haben, dass die Leute einfach eine gute Zeit haben und sich bewegen und feiern zusammen. Der Grundgedanke der EP war, dass wir Sessions drehen wollten, zwar bei diesem Sprungturm, der uns extrem geprägt hat so in unserer Kindheit, weil der See ist irgendwie so 5 bis 10 Fahrradminuten weg von unserem Elternhaus. Als wir dann angefangen haben, Musik zu machen und so Musik so als unser Ding zu sehen, haben wir schon immer davon geträumt, mal diese Session zu machen, aber als wir weggegangen sind nach Regensburg, haben wir das irgendwie aus den Augen verloren. Und das war irgendwie so ein cooler Moment, wo zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir da zurückgehen und an dem Sprungturm unserer Jugend sozusagen diese Sessions drehen. Und die Songs haben irgendwie auch gut gepasst. Wir haben die jede in verschiedenen Versionen sozusagen gemacht, mal mit Band, mal zu zweit. Heute ist einer dieser Tischtennistage. Ich denk nicht an dich, nur Ping Pong, Ping Pong, Ping Pong. Heute ist einer dieser Tischtennistage.
ich denk nicht an dich. Ping pong, ping pong. Ja, wir wollen dieses Session-Ding auf alle Fälle weiterführen, weil es hat mega Spaß gemacht, im Sprungturm irgendwie zu spielen und in verschiedenen Konstellationen irgendwie die Songs nochmal neu aufzurollen. Und genau, jetzt wird es dann die Nirgendwo-Sessions geben mit unserer neuen alten Feuerwehr. Wir gehen ziemlich schick, essen das ist schön. Wir gehen frische Muscheln, essen das ist schön. Wir sind nicht allein, Doppeldate. Für mich voll Käse und Doppeldate. Wir hatten jetzt auf der Session-Tage-Tour ausverkaufte Show in Hamburg. Es war so, dass wir dieses Intro haben von Paul Simon, weil das so ein Song ist, der uns auch schon seit Kindheit begleitet und der ziemlich gut musikalisch gerade zu dem passt, was wir machen mit diesen Afro-Vibes. Und wir hatten den als Intro und dann am Ende bleibt dieses Sample so drin und es spult sich so hoch und es ist dann klar, jetzt fängt der Song an. Und wir sind dann auf die Bühne gekommen, wollten losspielen und meine Gitarre ging nicht. Und ich habe dann ewig rumgeeiert und die Leute waren so, wir hatten mit diesem Intro so Spannung aufgebaut. Und es war wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Aber wir haben dann einfach gesagt, hey, pass auf, wir tun jetzt so, als ob nichts passiert wäre. Sind nochmal runtergegangen, haben dieses Intro abgefeuert, sind hochgegangen. Und die Leute sind doppelt so krass ausgerastet wie vorher und das hat dann funktioniert und dann war es der perfekte Konzertstart. Und ab dann haben wir es jeden Abend so gemacht. Ja, genau. Wir sind das ganze Jahr lang irgendwie so unterwegs im Studio, sitzen im Auto, fahren irgendwie rum und gerade wenn man auf Tour ist, ist irgendwie dieses abends 1,5 Stunden vor den Leuten ein Konzert zu spielen, zusammen mit den Musikern auf der Bühne Musik zu machen, das ist so die Belohnung für alles, was man das ganze Jahr eigentlich macht. Man weiß dann wieder, warum er das macht. So. Es gibt ja so viele Aufgaben, die nichts mit Musik zu tun haben. Zu wenige Raketen für all die Astronauten. Ich will keine Stunde länger aufziehen. Das Problem bei ganz vielen Bands ist, dass die sich aus persönlichen Gründen auflösen irgendwann. Also ich glaube, da gibt's viele vielversprechende Bands, so, wo man sagen kann, hey, wenn die noch 2 Jahre durchgehalten hätten, dann hätten die einen fetten Durchbruch geschafft. Aber die haben es vorher einfach persönlich nicht mehr miteinander ausgehalten. Der Vorteil bei uns ist, dass wir halt wissen, wir haben nur 2 Brüder jeweils. Also wir haben noch einen älteren Bruder. Liebe Grüße an Simon. Und dann ist es natürlich auch gut, dass man die Macken des anderen kennt. Und es gibt dann auch Sachen, die schätzt man aber sehr. Und dann weiß man, ja, da kann man sich auf den anderen verlassen. Und dann gibt es Sachen, weiß man, ja, in die Richtung sollte man lieber nicht gehen, weil da wird es dann eng. Ja, der Jakob hat es ja durchgezogen. Ich hab fertig studiert, ja. Das heißt, bei mir kann jetzt nichts passieren. Und ich glaube, bei Matti war es dann auch so, der hat abgebrochen, E-Technik für die Musik. Und dann war es cool, weil der Matti ist ja auch das 5. Kind und aus allen 4 drüber so, die haben was Festes und aus denen ist allen was geboren, aus unseren älteren Geschwistern. Das heißt, bei uns können die jetzt ganz beruhigt sein und so, macht mal euer Ding. Also ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich mit meinen Eltern dann im Schlafzimmer saß bei denen und so meinte, hey, ich muss euch jetzt mal schnell was sagen. Und dann Papa hat eh schon so gegrinst und meinte, ja, du hast jetzt keinen Bock mehr auf Studieren. Ja, Bock ist keine Zeit mehr. Ja, aber die haben es, die haben gemeint, hey, ihr könnt es gut, macht das, was ihr gut könnt und auf was ihr Bock habt und ja, und ihr werdet es schon machen. Ich glaube, so ein bisschen freuen die sich auch, dass es nicht alles so komplett gut bürgerlich abgeht bei uns. Dass wir jetzt mal so ein bisschen draufhauen. Hey! Dankeschön. Danke. Genau, und dann machen wir dieses Jahr noch unser Album fertig. Da freuen wir uns extrem drauf. Wir sind 2 Monate in Berlin am Stück und nehmen unsere Platte raus. Die wird nächstes Frühjahr rauskommen. Dann gehen wir direkt damit auf Tour. Der Bomber der Herzen hat uns über 20 Termine gebucht für nächstes Jahr. Wir sind schon gut unterwegs. Und erste Festivalanfragen kommen rein. Wir haben Bock.